mal aufpassen, bitte. Hallo, auch. Hey! Hey! Oh, komm, jetzt, entdeckt, Jungs. Jetzt gibt's Prügel! Ich verfütter dich an meine Schweine! Schleich dich hinter ihn! Ja, mein Gott. Geht mir aus dem Weg! Er macht uns fertig! Seht ihr? Findest du ihn ja? Ich frage mich, ob er hier ist. Da! Hab ich! Zurück an die Arbeit, Leute. Die Ratte ist längst weg. Unsere ganze verdammte Gruppe! Der arme Bastard hatte keine Chance. Nichts. Versuch es da drüben. Da ist er! Lava stirbt zuerst! Schnappt euch diesen... Schnappt ihn euch! Er ist hier drüben! Erwischt! Wir haben noch einen Toten. Ich gehe in Deckung. Ihr könnt ihn haben, wenn ich fertig bin. Zurück an die Arbeit, Leute. Die Ratte ist längst weg.
Halte ihn! Muss nachladen! Haltet mir den Rücken frei! Diese Jungs waren Luschen! Probier's mal mit mir, Großer! Hast du den Verstand verloren? Kein Fluchtweg! Stecke fest! Er nagelt mich hier fest! Wisst ihr, ich dachte wirklich, ich könnte das hinbiegen. Schätze, du lagst falsch. Schick, wen immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Meine Männer räumen nicht gern auf, wenn sie auf der Party nicht eingeladen waren. Wir machen das. Aber dann geht der Bezirk an uns. Du bist nicht das, was ich erwartet habe. Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich? Sie sind doch Maria, richtig? Mhm. Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen, aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Ein paar von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen.
Das muss heute noch fertig werden, meine Damen. Sag's dir. Wie wär's denn euch bei etwas... Heilige! Der Bursche da eine Waffe? Da drüben! Versuchen wir es mal hier. Was war denn das? Rennt! Rennt! Bin nicht sicher, ob ich das wissen will. Der ist tot. Drüben, ihr Flachwichser! Heilige Scheiße! Alle Mann in Deckung! Ich hab nichts gesehen! Gar nichts! Ich loote! Das hole mich! Steht hier nicht drum rum! Rennt weg! Oh Gott, ich will nicht sterben. Ich habe eine Frau, Kinder, bitte. Das ist in der Nähe. Ist abgehauen. Schau mal da drüben. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ruhe hier. Lauf! Lauf Gott, weg! Verdammt! Wir müssen dieses Arschloch finden. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Jesus, weg hier! Verschone mich! Lassen Sie mich einfach in Ruhe! Lauf! Ach, so viel Blut! Seht euch alles Blut an! Lauf! Ich will hier nicht sterben. Verschone mich. Steht hier nicht drumrum. Rennt weg. Ich habe eine Frau und Kinder. Bitte. Ich weiß noch nicht mal ansatzweise, wie krank der in der Birne ist. Vielleicht sollte sie jemand warnen. Nee. Schauen wir uns einfach an, wie sich das entwickelt.
Ich will alles wissen, was ihr Kackvögel auf der Müllhalde am Laufen habt. Nach dem, was du getan hast, jagen dich diese kranken Schweine jetzt. Du hast keine Chance, sie abzuschütteln. Danken kannst du mir später. Ich hoffe bloß, irgendein Arschloch liefert mir einen Vorwand. Brauchen. Oder fünf. Ich verpiss mich. Stopp den! Ich bin festgenagelt! Schick hier meinen Molotow! Schnell noch abzuhauen, Junge! Noch zwei! Los geht's! Habt ihr Arschlöcher mich vergessen? Einfach! Das gut.
Ich schätze, wir sollten mal nachsehen. Versuchen wir es. Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Klar doch, Cher. Bin schon unterwegs. Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Willst du das einzahlen, Garlic? Wehe, du verlierst das. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Zeig mir mal, was du meinst. Abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Wir haben eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Alles, Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat.